Willkommen bei Benny und Steve, mein Name ist Steve und wir tauchen heute mal ab in Subnautica. Es ist ein Community-Wunsch gewesen vom lieben 257 und wir schauen einfach mal rein. So, also Flossen raus, Schnorchel ran und Wahlerlaubnis der Eltern aus der Tasche geholt und auf geht's. Wir spielen rein ins Game. Starten neues Spiel. Oha, was ist das? Überleben. Strand auf einem gefährlichen Planeten. Mit fremden Planeten, ja. Benutze Rohstoffe und bekämpfe Hunger und Durst, um zu überleben. Freispielen. Wieder Überlebensmodus, bloß ohne Hunger und Durst. Hardcore. Überlebensmodus mit nur einem Leben. Keine O2-Warnung. Oh Gott. Kreativ. Baue alles ohne Einschränkung. Sauerstoff, Nahrung, Wasserdruck und Tod sind deaktiviert. Leute, was soll ich jetzt machen? Okay, die Community hat sich für Überleben entschieden und damit gehen wir in den Überlebensmodus rein. So, ich bin wirklich gespannt irgendwie, um was es geht. Also scheinbar ist der Planet komplett mit Wasser bedeckt. Weiter mit beliebiger Taste. Attention. Okay, wir sind anscheinend in einer Rettungskapsel. Oh, holy moly, Alter. Nicht cool. Oh, Feuerlöscher, ach du Scheiße. Alter, so eine Platte kann zum echten Problem werden. Oh mein Gott, oh, was ist geschehen? Oh Mann. Oh Gott, Feuer! Nein, schnell, ich muss das löschen. Mach auf das Ding. Ich hole mal hier den Feuerlöscher, schnell! Oh Gott, los, nimm und. So, Feuerlöschen, schnell, mach aus den Feuer! So, oh, drücke F8, um Fehler zu melden und Rückmeldung zu geben. Okay, cool, denke, das sollte jetzt nicht der Fall sein, oder? So, unser Tablet, starte Notfallmodus. Du hast eine leichte Gehirnerschütterung. Das ist immer noch ein optimales Ergebnis. Okay, alles klar. Okay. Dankeschön. So, unser Pad ist also dazu da, um uns hier am Leben zu halten. Drücke Tab, um das PDA zu öffnen und zu schließen. Okay, unser Inventar. Wir haben erstmal nichts, bis auf den Feuerlöscher. Baupläne. Oha, okay, es gibt Baupläne. Okay, wir müssen erstmal alles machen. Was? Gut gemacht. 1, 2, 3, 4, 5 für entsprechende Schnellzugriffsplätze, okay. Rettungskapsel. Was ist das alles? Signale. Okay. So, okay. Wir drücken jetzt erstmal auf... Feuerlöscher haben wir auf der 1. Ich weiß nicht, ob wir die nochmal brauchen. Frachtbehälter öffnen. Was haben wir da? Okay. Leuchtfackel. Gefiltertes Wasser. Und Nährungs... Also Nährstoffblock. Okay, gut. Hier haben wir anscheinend eine Sauerstoffanzeige. Das hier, das Rote, ist... Was ist was? Das Blau ist Durst. Achso, Rot ist vielleicht unser Leben. Gelb ist Hunger. Okay, ich nehme das. Ich nehme mal alles mit drüber. Oder ich nehme mal. Also ich kann es. Muss ich. Warte mal, stopp mal. Muss ich jetzt die Kapsel hier verlassen? Ich muss erstmal raus. Fabrikator benutzen. Ach du Scheiße, Alter. Ressource aufklappen. Wasser aufklappen. Okay, hier brauchen wir noch lauter Sachen. Die fehlen uns alles noch. Okay, alles klar. Leiter benutzen. Gehen wir mal hoch. Oha. Wow. Krass. Was ist das? The Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life. Wir sind die Einzigen, die überlebt haben? Wie viele waren denn da bitte an Bord, Alter? Okay, was ist das? Können wir jetzt einfach ins Wasser hüpfen? Yay! Ja, oh, schön. Was? Oh, krass. Okay, cool.
kann ich, muss ich mir jetzt, oh, warte mal, Säurepilz einsammeln. Okay, das ist, ist das was zum Essen? Kann ich das, ich sammle jetzt erstmal irgendwas ein. Ist mein Inventory begrenzt, fortgeschrittene Theorie, fremde Eier. Ist das, kann ich das, Metallschrott. Okay, gut, ich muss jetzt hier erstmal scheinbar alles weglooten hier unten. Gut. Säurepilz. Oh, schwimmt an die Oberfläche. Keine Luft. So, okay, wir sind also etwas limitiert. Klar sind wir limitiert mit der Luft. Irgendwie kann jetzt also nicht unendlich unter Wasser bleiben. Ich würde mal gerne zu dem einen Ding hier, was... Was ist denn das? Hab ich jetzt... Hab ich was gefangen? Was ist denn? Die Verwendung von fremden Lebensformen. Pack hier einfach irgendwas ein, Alter. Okay, habe ich. Schön. Okay, okay, okay. Was ist das hier? Ach, das ist ja nichts. Okay, was. Guckt einfach das Riesen. Ah! Hallo? Was tue ich hier? Kann ich dich aufnehmen? Nein, kann ich nicht. So, hier vorne ist unsere. Ich habe keine Ahnung, welche Tour, Alter. Scheibenkoralle. Warte mal, dich habe ich doch gerade schon gegriffen. Okay. Ah, witzig, Alter. Okay, also wir können uns anscheinend, wir können hier sehr mit der Flora und Fauna interagieren. So, versuchen wir erstmal wieder zurück zu. Oh, was denn bitte? Oh, hier ist noch Schrott. Oh, Wahnsinn, Alter. So, wir schnappen uns den jetzt Metallschrott. So, schön, schön, schön. Gibt's hier noch irgendwas? Was ist das hier? Können wir hier irgendwas? Adrige Nessel. Säurepilz, Säurepilz, Säurepilz. Kann ich mir unendlich einpacken? Oder sind wir limitiert vom Platz? So, mal kurz auftauchen. Das ist aber echt, das ist schön gemacht. Das ist wirklich sehr, sehr hübsch. Tust du mir was? Inventar voll. Na toll. Inventar ist voll. Was ist das hier? Was ist denn los? Bin ich vergiftet? Leiter benutzen. So, schnell wieder hoch. Und kann ich wieder rein? Ja, kann mir rein. Ist denn diese, ist diese Rettungskapsel, ist das quasi meine Basis? Oder soll ich einfach irgendwie jetzt... Ist etwas. Warte mal. Hier vorne war doch so ein Nährstoff... Blobst hier drin. Warte mal, kann ich den jetzt einfach essen? Behälter wechseln. Okay, gut, kann ich nicht. Oder muss ich dafür an den Fabrikator? Warte mal, da hat er mir noch irgendwas an jetzt. Ah, okay, jetzt leuchtet es grün. Verstehe. Ihr kocht die Nahrung. Aufklappen. Was? Ah, ich kann jetzt hier Fische machen. Okay, ihr kocht da Bumerang. Tasty. Schmeckt gut. Um die Flossen herum. Okay, den mache ich mir mal. Ah, ist ja fortschrittlich. Schön. Wunderbar. So, Wasser sieht nur jetzt gut aus. Ah, okay, jetzt sieht man tatsächlich auch, was da unten ist. Und denn... Okay, ich habe einen gekochter Blasenfisch. Wasser kann ich mir aus... Okay, Wasser kann ich mir hochmachen. Dünn... Ah, aus dem Blasenfisch kann ich Wasser machen. Okay. Okay, gut, dann würde ich erstmal versuchen, natürlich... Vielleicht ist Wasser wichtiger, als Ernährung? Also was geht schneller runter? Okay, gut, das machen wir mal aus. Und jetzt müssten wir tatsächlich aufs Inventar zugreifen können und... Gekochter Bumerang, schmeckt gut um die Flossen herum, den essen wir. Oh, das gab ja nicht viel wieder, Alter. Was können wir denn mit den Säurepilzen machen? Sorry, ich muss jetzt hier erstmal ganz kurz erstmal ein bisschen Grundmaterialien. Titan. Wir können, okay, aus Titan können wir aus Metallschrott machen. Herstellen. Titanbahn, dafür brauchen wir 10-mal Titan. Okay, gut, wir stellen erstmal her. Ich probiere mich mal erstmal aus. Keine Ahnung, wofür das ist. So, stellt, wie viel stellt er denn immer her? Oh, okay, wir haben schon... Okay, warte mal. Ah, okay, er stellt immer 4 Stück her. Also haben wir jetzt 12, jetzt haben wir 16. Dann mache ich mal kurz weiter. Wasser schwerer zu bekommen im Salzwasserozean. Ja, denke ich auch. So, okay, dann machen wir mal Metall-Titanbahn. Stellen wir mal her.
haben wir. Und was können wir jetzt... Okay, persönliches. Was können wir ausrüsten? Ach, na, schau mal an. Schau mal, guck. Standard-Tauchflasche, komprimierte Atemluftgemisch. Was haben wir denn jetzt, was wir haben? Haben wir jetzt eine Standard-Tauchflasche oder haben wir gerade gar nichts? Leitung. Schwimmende Luftpumpe. Ein schwimmendes Gerät, das Luft in Leitungen pumpt, dient als Startpunkt für ein Leitungssystem. Können wir denn, macht es Sinn, eine Tauchflasche zu herzustellen oder haben wir diese jetzt schon? Das ist ja eine Standard-Tauchflasche. Was haben wir da? Wasserdichter Behälter. Wir haben nichts. Okay, alles klar. Dann würde ich mal tatsächlich erstmal sagen, wir holen uns mal eine Standard-Tauchflasche. Dann können wir ja wahrscheinlich länger unter Wasser bleiben, oder? Oh yeah! Cool. Cool. Also ich muss sagen, gefällt mir bis jetzt. Gefällt mir bis jetzt. So, wasserdichter Behälter. Kleiner Behälter, der seine Position im Wasser beibehält. Okay, da können wir wahrscheinlich so Zwischendepots machen. Was können wir denn... Flossen, was brauchen wir? Silikongummi. Warte mal, können wir denn hier oben jetzt weiterbauen? Nee, können wir, wir haben nichts. Wir haben nichts. Okay. Gut, dann würde ich mal gucken, dass ich mal erstmal wieder rauskomme. Können wir eigentlich auch das Rettungs... Ach, wir können auch nach unten raus? Oh, es ist Nacht geworden. Zerbricht den Kalkstein. Okay, cool. Das ist den Kalkstein. Ich sehe aber nichts. Haben wir eine Lampe? Okay, haben wir den eingesammelt? Oder ist der jetzt irgendwo runtergeploppt? Das ist schon krass gemacht, das Spiel. So, warte mal, gucken wir erstmal im Blasen. Schön. Warte mal, wir haben noch hier eine Fackel. Wie kann ich denn die zünden? Oh so, okay, alles klar, die kann ich einfach wegschmeißen. Die fliegt ganz schön weit. Warte mal, fliegt man nicht so weit weg? Es ist sehr, sehr cool gemacht, muss ich sagen. Es wirkt erstmal sehr entspannt auf mich. Tischkoralle, okay, mit der kann ich nichts machen. Kann ich denn weiterhin interagieren, wenn ich... okay, gut, dann packt er die Fackel weg. Kann ich die Fackel einmal zünden und dann... Sie ist immer noch da. Nein, ich bin voll. Oh, schnell. Also mal... Oh, also ohne Warnung ist schon fies, muss ich sagen. Ohne Warnung ist schon fies. Also, dass wir auch unten hinkommen, finde ich gut. Das finde ich gut. Okay, Lampe musst du dir bauen. Hm, okay. Fabrikator. Schwubbidiwupp. So, ich muss mir erstmal ein paar... Sachen jetzt hier nochmal zusammenbauen. Wie kann ich denn... Für die Silikon, Schlingpflanzen, Samenbüschel. Wo krieg ich denn so einen Unsinn jetzt her? Titanbahn. Tatsächlich habe ich ein ziemliches Problem mit dem, mit meinem Inventar erstmal irgendwie. Das ist ziemlich schnell voll. Okay, Silikongummi. Wie muss man jetzt Silikongummi? Dann kann ich schneller schwimmen. So, wo ist denn auch die Lampe? Oh, hier ist die Lampe. Batterie und Glas. Ach du Scheiße, Scanner. Titan und Batterie. Seegleiter. Ja, ich glaube, da bin ich noch ganz weit von entfernt jetzt hier erstmal. So, ich würde mal erstmal sagen, den snack ich mal erstmal. Weil das Essen geht relativ schnell runter. Das muss man mal so feststellen. So, Fabrikator. Was haben wir denn, hier noch? So, aus den Säurepilz kann ich die... Stellt jetzt kein weiteres Titan her, weil ich schon die Maximalanzahl an Titan habe. So, warte mal, ich mach mal so ein Block hier. So, warte mal, Tab. Essen. Nährstoffblock. Essen. Oh, okay, der ist voll. Alles klar, alles klar. Als Tipp, die Dinger für Silikon findest du im Dunkeln schneller. Okay, vielen Dank, 257. Warte mal, was hat ein Medikit? Ah, okay, ich bin sogar voll gewesen mit dem Medikit, verstehe. Beschädigter Kommunikator, Reparaturwerkzeug benötigt. Habe ich nicht. Okay. Was gibt's noch? Okay, gut, na, dann tauche ich mal nochmal runter. Also wir finden... Oh, okay, wir finden es also im Dunkeln besser. Sind das hier diese Grasbüschel? Windgras. Ich kann Säurepilz einsammeln. Ich kann nur und nonstop Säurepilze einsammeln. So, ich würde mal ganz kurz die Fackel anmachen.
Also ich weiß nicht, ob das jetzt natürlich kontraproduktiv ist zu dem, was 257 gerade gesagt hat, dass man jetzt natürlich diese Silikon-Sachen besser findet im Dunkeln. Aber ich wüsste ja noch nicht mal, wie die jetzt aussehen. Oder nach was ich schauen sollte. So, guck mal nochmal hier so Bumerangfisch. Zapp! Komm her, du kleiner Fischstäbchen von morgen. So, was ist das? Nochmal ein Fisch eingesammelt. Hier unten ist nochmal so ein Blasenfisch. Und komm her! Okay, gut, muss man schnell auftauchen. Ich bin noch gespannt, wie lange die Leuchtfackel hält. Sie wird wahrscheinlich nicht ewig halten. Oh, das ist wirklich schon schön chillig, das Ding irgendwie. Gefällt mir gut. Ist mal ein bisschen weniger aufregend irgendwie. Windgras, Scheibenkoralle. Was? Oh. So, was haben wir hier? Ich pick mir hier irgendwelche Fischlein ein hier irgendwie. So, kennst du, wenn du sie siehst, wahrscheinlich. So, was haben wir denn? Was ist das hier alles? Säurepilz. Nee, Säurepilz habe ich schon natürlich sehr viel. Es wird schon wieder etwas hell. Also es wird wahrscheinlich irgendwas sein, was leuchtet. Aber hier leuchtet irgendwie alles. So, kann ich dich fangen? Nee, kann ich nicht. Okay, gut. Ich gehe mal nochmal kurz an Bord. Frage für mich irgendwie wäre jetzt zum Beispiel, wie lange halten die Fische? Werden die irgendwann gammelig oder bleiben die ewig frisch? Kann ich auch so essen? Okay. So, Kreaturenei. Vielleicht packe ich auch erstmal was. Moment mal. Ich nehme mal ganz kurz nochmal den Fabrikator. Wir können doch. Ach nee, das macht er aus Metallschrott. Was kann ich denn aus den Säurepilzen machen? Die habe ich ja jetzt ja so viel sammelt hier. Und die kann ich ja tatsächlich gekochter Glubscher. Okay, Fische können gammeln. Auch in den Kisten? Also wenn ich die irgendwo einsortiere, halten die dann länger? Wie bei Ark oder ist egal, irgendwie verfallen nach einem Tag? Gekochtes Stielauge. Na, das gönne ich mir nochmal. Wie ist das, wenn die gekocht werden? Halten die denn länger? Du kannst Zeug vom Inventar in die Box packen. Okay. Okay, dann machen wir jetzt erstmal Wasser, weil ich denke mal, das Wasser wird ja nicht schlecht. Der gekochte Fisch aus den Pilzen kannst du Batterien machen. Okay. Warte mal, wo waren denn die Batterien? Feuerlöscher, schwimmende Luftpumpe. Wo sind denn Batterien? Segelgleiter. Werkzeug. Fackel, Taschenlampe, Reparaturwerkzeug. Scanner, Feldmesser. Okay, wo, wie, wo? Ihr Lieben, ich muss nun leider los. Mach's gut, Jojo. Einen schönen Abend dir noch, einen schönen Start erstmal in die Woche. Okay, gut, dann packe ich mal jetzt erstmal kurz hier was rüber. So. Damit ich hier mal ein bisschen Platz habe. So, das komische Kreaturenei würde ich auch erstmal rüberpacken. Titan, ich habe sehr viel Titan jetzt. Wie mache ich denn daraus jetzt Batterien? Die verfallen, egal ob gekocht oder ungekocht. Du kannst später was finden, was sie länger, halten. Okay, ich sehe schon hier der Balken an der Seite, ne? Der geht runter. Okay, gut. Nehmen wir kurz erstmal was zu trinken mit. Und das packe ich hier noch rüber. Ist das Inventar... Wird jetzt nicht ewig... Ja, okay, alles klar. Frage beantwortet. Die Vorratsbox ist halt auch nicht ewig bepackbar. Okay, gut. Dann schaue ich mal, ob ich jetzt hier noch irgendwas finde. Jetzt nicht so wirklich einen Anhaltspunkt, wo ich hinschwimmen soll. Irgendwie, ich würde jetzt einfach bloß zu irgendwelchen interessanten Punkten schwimmen, wo ich sage so, oh, das sieht ja optisch irgendwie cool aus. Diese Röhre hier, findet man da vielleicht irgendwas drin? Nein, es ist einfach nur eine Muschel, eine Röhre. Riesige Korallenröhre. Okay, kannst du ausprobieren.
So, was haben wir denn hier? Oh, warte mal, Kristalle. Quarz, schau mal an. Mal Quarz, das nehme ich doch. Quarz klingt gut. Das pflück ich mal jetzt alles ab. Kalkstein, wunderbar, schön. Nehme ich alles mit. So, okay, ich würde mal ganz kurz mal gucken, dass ich hier rauskomme. Nicht, dass jetzt mir plötzlich die Luft knapp wird. Oh, was ist das hier für eine Box? Schaffe ich die? Nein, schaffe ich nicht. Ich muss schnell hoch. Schnell! Oxygen. So, die Box, die würde ich mir gerne mal angucken. Was war denn hier schön drin? Oh, okay. Was ist das? Fragment der mobilen Fahrzeugstation. Okay, kann ich nicht nehmen? Kann ich nicht nehmen. Das ist ja doof. Hm. So, okay. Schnappen wir uns Kalkstein. Copper is an essential component of all powered equipment. Ah. Your probability of survival has just increased to unlikely, but plausible. Was ist das denn? Was war das gerade? Was habe ich hier gerade aufgenommen? Eine Blase. Okay, also da, den Punkt muss ich mir nochmal merken, da muss ich nochmal kurz hin. Ich schwimme nochmal kurz an Bord, mal gucken, ob ich jetzt schon irgendwas machen kann. Loot! Ich habe den Kupfer nicht eingesammelt? Wie, ich habe den Kupfer nicht eingesammelt? Ich habe den nur eingesammelt, oder? Zweimal. Ach so, ach, wenn du raufklopfst, fällt er runter und dann musst du ihn einsammeln. Ich verstehe. Okay. Gut, ich guck mal kurz, ob ich jetzt daraus, kann ich hieraus schon irgendwas machen? Ja, noch nicht neut. Oh, doch hier. Moment. Ah, hier ist die Batterie. Verstehe. Hier ist der Säurepilz. Oh yeah. Dann holen wir uns nochmal einen Säurepilz hier nochmal schnell raus. Nice. Zack. Wir gehen mal ran und wir machen eine Batterie. So, und aus der... Das ist aber auch... Sehr schön. Energiezelle. Wunderbar. Nur mal eine. Was soll's. So, und daraus kann ich jetzt Glas herstellen. Aus Quarz kann ich Glas herstellen. Das mache ich auch, weil Glas brauchte ich ja auch für etwas. Ich weiß noch nicht mal was, weil ich komplett überfrachtet bin gerade hier. So, was ist denn die Energie? 44 von 47, von 75 hier oben? Hat unser Schiff 75 Energiepunkte irgendwie und wenn die weg sind, dann ist vorbei? Taschenlampe. Jetzt können wir eine Taschenlampe machen. Oder ein Scanner. Ich mach mal eine Taschenlampe. Ich glaube, eine Taschenlampe ist jetzt geil. Jawohl, wir haben eine Taschenlampe. Aber die braucht auch Batterien, ne? Dann werde ich die mal jetzt tatsächlich erstmal ausmachen. Was haben wir noch? Kann ich noch irgendwas bauen? Ein Scanner. Cool, bauen Scanner. Wozu? Ist jetzt der Scanner denn? Can be used to synthesize blueprints from salvage technology and to record alien biological data. Okay. Gut. So, dann sind wir jetzt erstmal wieder ein bisschen an dem Punkt, wo wir jetzt... Was ist das hier? Das ist ein Kreaturenei. Okay, gut. Ich packe mal erstmal alles wieder in den Behälter, damit ich hier ein bisschen Platz habe. Schnipp. So, das muss alles... Oh, der verfällt aber ziemlich schnell. Oh, shit. Und ich habe auch noch keinen Hunger, ey. Das ist aber blöd. So, warte mal. Wasser müsste ich mal trinken. Okay. Und... Oh, da kriegt man aber nicht viel Wasser zurück. Okay. Nicht gut. Okay, gut. Wir gehen mal nochmal runter. Ich würde nochmal kurz in diese Röhre reinschwimmen. Ich glaube, das war hier, ne? So, warte mal. Wir schnappen dich aber nochmal, weil aus dir kriege ich Wasser. So, und dann schauen wir mal kurz. Oh, hier haben wir nochmal so ein Ei. Sieht aus wie so eine Sphäre. Hier ein besonderes Kalkstein. So, das haben wir alles aufgenommen? Das sieht so aus. Können wir das Grüne hier? Nein, das können wir nichts machen.
So, okay. Hier waren wir drin. So, hier ist wahrscheinlich das Kupfer, was wir haben fallen lassen. Wir vor allen Dingen. Das haben wir fallen lassen. Okay, haben wir. Kann ich den hier von? Achso, das sind ja nur Säurepilze. Okay, ich hole mir noch schnell die zwei und dann muss ich erstmal wieder Luft holen. So, okay, schnell hoch. Sauerstoff, Sauerstoff, Sauerstoff. What? What? Ach du Schande, das kannte Ding explodiert irgendwann? Ich spiele das hier alles auf Zeit? So, warte mal, den Scanner, da würde ich jetzt mal sagen, du bitte auf die von mir aus 1. Taschenlampe, dich packe ich mal auf die 2. Habe ich noch was? Nö, ne? Fackel. Fackel kommt auf die 3. Okay. Ich esse den jetzt mal, weil ansonsten ist er halt weg, ne? Das wäre schade. Okay, wir gehen nochmal runter. Machen nochmal kurz ab. Vielleicht. Oh, echt jetzt? Oh no, Alter. Das ist aber so Stress. So Stress. So, okay, hier oben haben wir noch ein bisschen Quarz. Den holen wir uns. Jawohl, schön. Zack. Jetzt haben wir es aufgesammelt. Ja. Das ist aber eine schöne Röhre. Die gefällt mir. Da ist guter Stuff drin. So, was haben wir noch? Hier geht es noch woanders hin. Was haben wir denn hier? Noch mehr Kalkstein. Detecting sulfur deposits in the local cave systems. Silberstein, schön. Silver-based wiring kits are an essential component of many habitat modules. Also, ich konnte es leider jetzt gerade gar nicht lesen, weil ich so gerade mit dem Looten beschäftigt war. Aber ich mache nochmal. Oh, hier ist nochmal ein Ei. Ich mache nochmal kurz raus, weil Luft. Luft. Oxygen. Wie ist denn das, wenn ich jetzt Luft verliere, also wenn ich auf Null bin, geht meine Lebensanzeige ganz langsam runter oder ist sofort tot? Das Zeug in den Boxen kann man, by the way, scannen. Okay, warte mal, hier haben wir Scanner, haben wir. Und jetzt einfach... Okay. Okay, jetzt habe ich das Fragment 1 von 3. Okay, cool. Wissen, kann ich auch Lebewesen scannen? Komm mal her. Ja, kann ich. Witzig. Oder hat er jetzt den Pilz? Ach, er scannt den Säurepilz. Einheimische Lebensform, Datenbankeintrag. Ach, das ist cool, Alter. Ich glaube, das Spiel gefällt mir sehr, sehr gut. Schwupp. Cool. Ach, geil. So, ich hole nochmal schnell Luft und hier nochmal kurz runter in die Röhre, weil das, das Silbereisen, den Florian, den holen wir uns noch da unten. Du kannst alles scannen. Finde ich gut. So, okay, gut. Jetzt müsste ich mal wieder auf die Taschenlampe switchen. Warte mal, von da kommen wir. So, was seid ihr für welche? Kann ich euch greifen? Nee, euch kann ich nicht greifen. Ich würde euch aber mal scannen wollen. Ah, wo seid ihr denn? Okay, das macht sich im Dunkeln echt schlecht. Ich greife mal wieder auf die Taschenlampe über. So, okay, gut. Silbereisen haben wir alles. Ja, ist schon ganz schön schwierig. Irgendwie. Ah, was ist das? Das sieht nicht gut aus. Okay, alles klar, wir kriegen Damage. Da hat mich schon gefragt, wann uns, welche Lebensform uns hier angreift. Okay, okay, okay. Warum sind wir zu langsam? Warum sind wir so langsam? Oha, oha. Schnell, 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 schnell. Alter, das war knapp. Das war knapp gerade. Okay, haben wir jetzt, ist unser Equipment irgendwie beschädigt worden oder warum konnten wir jetzt nicht mehr so schnell schwimmen? Müssen wir uns erst reparieren oder so? Scanner raus. Okay, gut. Ich gehe mal kurz nochmal zurück. Vielleicht können wir jetzt wieder neue Sachen bauen. So, okay, wir haben ein bisschen Damage erhalten.
So, okay. Hier können wir nichts Neues bauen. Hier können wir auch nichts Neues bauen. Wir können aber bei den Elektrosachen, wir können Kupferdraht bauen. Kupferatome umgewandelt in einfache elektrische Drähte. Ah, und wir haben Durst. Oh, verdammte Axt. Okay, warte mal, ich muss mal ganz schnell... So, ich habe ja Gott sei Dank noch Blasenfisch. Und schon ist alle. Schon ist alle. Okay, gut. Den trinken wir mal schnell. Vital signs stabilizing. Naja, wenigstens ein bisschen. Du schwimmst langsamer, wenn du was in der Hand hältst. Realismus. Ah, okay. Okay. Verstehe. Gut. Das muss man ja mal wissen. So, das ist alles ganz schön voll. So, ich schnapp mir mal eine Wasserflasche. Und pack mal die... okay. Vielleicht baut mir erstmal ein paar Batterien, damit ich hier Platz habe. Weil so mit dem Silber-Eisen können wir jetzt erstmal nicht übrig weiter anfangen, ne? So, Batterie. Zwei Säurepilze. Ich baue mal auch ein bisschen Kupferdraht. Wer weiß, was wir damit machen können. So. Höhlenschwefel. Silikongummi habe ich immer noch nicht gefunden. Silikongummi wäre wirklich der Schlüssel für viele Tiere gerade. Auch hier Auftriebskörper, auch schön. Leuchtfackeln, Höhlenschwefel. Ich denke, ich muss noch mal runter. Glas kann ich noch mal machen. Machen wir mal. Machen wir ein bisschen Glas. So, zack. Nochmal. Also, ich habe jetzt tatsächlich keine Ahnung, ob das jetzt von der Wertigkeit sinnvoll ist, was ich hier gerade betreibe. Wasserdichter Behälter. Wahrscheinlich muss ich die auch bauen. Irgendwie, weil ansonsten echt das Ressourcenproblem bekomme irgendwie, ne? Also von der Aufbewahrung her. Was hat er denn jetzt gemacht? Moment, Moment. Energiezelle ist neu. Boah, ist aber auch eine Menge jetzt hier, Alter. Ist aber eine ganze Menge. Alter. Eine Menge Unterordner. Okay, ich gehe nochmal kurz runter. Und mach nochmal kurz die Lampe an. So, es wird wahrscheinlich auch so sein, dass nachts halt gefährlichere Wesen unterwegs sind, würde ich mal denken. Als tagsüber. So, Adrian Nessel, die scanne ich doch mal. Kann ich nicht scannen. Säurepilz will ich erstmal nicht mitnehmen. So, hier geht's nochmal rein ins Höhlensystem. Oh, wer bist denn du? Hab ich wieder ein neues kleines Fischlein gefunden. Quarz. So, da kam ja vorhin was raus, da aus dem Schlabons. Da kommt schon wieder was raus. Schnell mal hoch. Also man kann sich tatsächlich auch nicht so weit von entfernen, irgendwie ohne ständig halt nach oben zu müssen. Kann ich dich? Nee, kann ich nicht. Kann ich dich scannen? Oh, warte mal, diese Blasenfische, die muss ich mir mal kurz holen. Grab it! Weil tatsächlich ist ja das... Na, nimm it. Nein, ich bin voll. Das ist aber blöd. Ich bin voll. Du brauchst ziemlich viel Flüssigkeit, sag mal, um dich aufzufüllen da unten, wie ich sehe. Also reicht jetzt nicht einfach nur eine Flasche und voll ist. Sondern du brauchst relativ viel. Hm. Nachts ist nur dunkler. Okay, gut. Eine Leitung. Schwimmende Luftpumpe. Sollte ich jetzt mal... ich weiß nicht, so ein... Sollte ich eine Luftpumpe bauen, dass ich jetzt, sag mal, ein Depot unten habe, wo ich Luft beziehen kann? Macht sowas Sinn jetzt am Anfang? Chlorbleiche. So, und... was ich auch erstaunlich finde, warum ist Titan? Warum ist das jetzt? Herstellen, Bauplan anheften.
Ah, okay, okay, okay. Interessant. Dann sehe ich also, wenn ich das bauen will, irgendwie packe ich mir das auf den Bauplan und sehe quasi, ob ich alles dafür habe. Das ist cool. Das ist schön. Gut, okay. Ich schau mal nochmal kurz, dass ich mir schnell mal Wasser rein... Alter, du brauchst echt viel Wasser, ey. Vier Flaschen. So, Lochfisch. Nahrung, Nahrung. Könnten wir natürlich auch mal schnell hier eben Fisch kredenzen, bevor die alle irgendwie schmunzig werden. Gekochter Fisch. Die werden sehr selten benutzt. Kannst du ausprobieren, aber lohnt sich nicht so sehr, meiner Erfahrung nach. Alles klar. Okay, 2 von 7. Ah, Lochfisch. Den habe ich noch nicht gegessen. Den will ich mal probieren. Okay. So. Und den esse ich. Sind wir erstmal wieder voll. Gut. So far as well. So, noch ein bisschen Wasser gemacht. Okay. Und gehen wir mal wieder runter. It's going down, baby. So, Blasenfisch, komm her. Haben wir. Die sind ja tatsächlich sehr wichtig, finde ich. Aber wahrscheinlich ist ja alles irgendwie wichtig. So, okay. Ich gehe mal wieder runter in das Höhlensystem. Da sehe ich auch nochmal einen Blasenfisch. 2 sogar. Putz, 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 putz. Nein, ich bin voll. Warum bin ich denn voll? Ah, ich bin mit Titan voll. Ach, das ist doch... Ist doch alles nicht gut. Wenn ich im Menü bin, verbrauche ich trotzdem Sauerstoff? Wahrscheinlich, ne? So, fallen lassen. Danke. Ich gehe mal von aus, ja, ne? So, okay, gut. Ich muss aber erstmal wieder raus. Sauerstoff wird schon wieder knapp. Es wird auch wieder hell. Das ist auch ganz gut. Folge dem Gras. Okay, alles klar. Gut, dann werde ich das mal machen. Ich folge dem Gras. Dem? Oh Gott. Oh, was haben wir denn da? Was? 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 Geh weg! Lass mich! So, warte, will mir das mal... Kann ich mir nicht nehmen? Na toll, ist ja schön. Alter! Okay, wenn ich... Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Was war denn da unten? Okay, das hat mich gerade gejagt, das Vieh. Nee, mach mal Lampe aus. Was haben wir hier? Was ist das? Kann ich das nehmen? Eine Hirnkoralle. Scannen das Ding mal durch. Haben wir. Oh Gott. Was treibt denn der da mit sich? Hat der gerade Metallschrott irgendwie bewegt da vorne? Kann das sein? Also ich bin hier direkt irgendwie im Pit drin, irgendwie. Das ist jetzt nicht so geil, glaube ich. Schlingpflanze, die werde ich mal scannen. Noch. Und dann muss ich mich mal dünner machen. Oh, komm her. Schwebefisch. Okay. Oh, da vorne ist noch einer. Also entweder sind die sehr territorial oder sind tatsächlich irgendwie, ja, Jagdfische. Achso, Jäger. Schatten ist ja cool. So, okay. Eine Blaupalme. Haben wir? Schön. Was bringt mir denn die Stalker sammeln Schrott? Sind aber Agrofische. Okay, alles klar. Heißt also im Umkehrschluss, wenn du irgendwo diese Stalkerfische siehst, haben die meistens auch irgendwo Schrott. So, das sind wahrscheinlich so Seekühe oder irgend sowas. Säurekapseln. So, okay, schön.
Also es ist wirklich wunderschön. Kann ich nicht anders sagen. Oh, ich muss noch oben. Oxygen. Ich fühle mich aber gerade dermaßen planlos hier. So, weil ich müsste natürlich irgendetwas finden. Achso, warte mal, ich muss erstmal. Ich bringe mal erstmal kurz meine Blasenfische irgendwie an Bord. Oh, was haben wir denn da? Achso, das haben wir schon. Ich bringe mal erstmal die Blasenfische an Bord, weil ich kann ja ansonsten nicht weiter aufnehmen. Und dann schauen wir mal weiter. So, daraus machen wir Water. 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 Ich denke erstmal natürlich, die Versorgung mit den natürlichen Dingen, die mich am Leben halten, ist erstmal am wichtigsten. Gekochter Fisch. Kochen wir mal alle Tiere mal durch. Können wir schon wieder was essen? Wunderbar. Elektronische Geräte, okay, eine Batterie können wir bauen. Aber was können wir, was können wir denn noch? Warte mal, für die Flossen brauche ich die Silikongummi. Das Silikongummi. Hier kann ich auch noch nichts weiter bauen, weil ich brauche für alles Silikongummi. Okay, hier brauche ich noch die Einzelbestandteile. Verstehe. Okay, gut, dann trinken wir mal einen Schluck. Und wir. Wo ist denn mein gekochter Fisch? Hier wahrscheinlich hier. Zack. Na komm, snacken wir hoch, weg, ist er weg. Ah, mit dem gelben Zeug von den Seepflanzen, den du davon gesehen hast, kannst du Flossen machen. Aber wie kann ich das denn pflücken? Das muss ich anscheinend mit einem Messer oder was abschneiden, oder? Das konnte ich jetzt nicht einfach mitnehmen. So, ich schwimme nochmal ganz kurz. Da vorne haben wir nochmal so eine große Graspflanze irgendwie. Da will ich mal hin. Oh, hier vorne haben wir Schrott. Den hole ich mir natürlich. Ich fühle mich hier wie Benny in Pacific Drive. Oh, Schrott. Geil, Schrott. Oh, Schrott. Kann ich den scannen? Ich kann so ja, Metallschrott scannen. Super. It's very important. Metallschrott? Bin ich voll? Oh, warte mal. Hier ist noch eine Kiste. Hier scannen wir mal kurz rein. Mal schauen, was wir hier drin haben. Okay. Fragment der mobilen Fahrzeugstation. 2 von 3. Sehr schön. So, das Ding da vorne haben wir schon. Ja, jetzt habe ich hier natürlich diese Fische. So, da unten ist noch irgendwas Grünes, was leuchtet. Was war das denn gerade, bitte? Ach so, er hat mich angegriffen. Das ist ja toll. Das ist ja toll. Schön. Ganz, ganz schau. Okay, gut. Also die sind halt sehr territorial. Die sammeln sich hier die ganze Zeit hier den Schrott zusammen. Okay, ich probiere mal kurz hier irgendwie ranzukommen. Aber erstmal dieses Grüne, das ist wahrscheinlich nur ein Ei. Warum ist denn mein Inventar voll? Weil ich voll bin. Ach, das darf doch nicht wahr sein. So, dann nehme ich mit. So, und ganz cool bleiben, ganz cool bleiben. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Schlingpflanze. Ah, kannst doch mitnehmen. Wie cool. Jetzt ist das Inventar voll krass aus. Das darf doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe ein Stück. Damit komme ich doch nicht weit. Okay, dann muss ich mich oben nochmal ganz kurz mal umsortieren irgendwie. Ach, so ein Mist. So ein Scheiß. Okay. Hey, hey, hey. Okay, gut, warte mal. Ich habe hier. Den Essig jetzt hier. Ganz einfach und den esse ich jetzt hoch und dann ist sie gut. So, dann hat ein bisschen Platz. Den nehme ich nochmal runter und dann kann ich nochmal. Oh, hier liegt nochmal irgendwas. Aber ich will erstmal diese komischen leuchtenden Eier haben. Scheiße. So, lass mich einfach vorbei. Inventar voll. Okay, gut, mein Inventar. Ach, scheiße. Was ist denn das hier? Was ist denn das? Salzablagerung. Ich bin so voll! Verdammte Axt! Was war denn das? War denn das gerade groß, was da hochgeflogen ist? Okay, gut. Ich mach mal jetzt zurück. Ich hoffe, dass ich jetzt dieses Silikongummi bauen kann. Das bringt mich nach vorne. Ja, die brauchen leider immer viel Platz. Ach so, die brauchen also mehr Platz als der Rest. Quasi. Okay, gut. Warte mal, lass mal schauen. Oh, oh ja, oh, Kreaturenei. Das ist, das wundert mich natürlich nicht.
Okay, alles klar. Gut, lass uns das bauen. Hier. Jawohl, Silikongummi. Zweimal bauen, bitte. Schön. Und was ist denn da unten? Schmierstoff. Das konnte ich auch gerade bauen. Irgendwie enthält Schmierstoff aus natürlicher Quelle industrieller Anwendung. Cool, okay, gut. Jetzt kann ich hoffentlich, ich kann Flossen machen. Und ich kann ein Feldmesser machen. Das ist schon mal sehr cool. Okay, also ich würde erstmal sagen, die Flossen, die finde ich eigentlich ganz geil, weil ich kann mich dadurch schneller bewegen, würde ich mal denken. Okay, und so ein Messer? Ist denn das Messer jetzt zur Verteidigung da oder ist das Messer dazu da, um jetzt andere Stoffe abzubauen? Überlebenswerkzeug. Multifunktional. Ich baut mal einfach. Ihr kann es bauen, als baut. Was soll's. Weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Abraxas Prime. Okay, the knife remains the only exception. Mhm, okay, gut. Ich gehe mal kurz an den Frachtbehälter. So, das Ei muss man hier auf jeden Fall erstmal rüber. Was haben wir denn noch? Was kann ich jetzt. Warte mal, das packe ich mal alles rüber. Ich habe. Greift er, wenn ich auf den Fabrikator zugreife, greift er auch auf diese Box zu oder muss ich das alles im Inventar haben? Das wäre mal interessant. So, Blei, Kupfererz. Okay, also ich würde tatsächlich gerne nochmal da runter tauchen wollen, weil das sah tatsächlich sehr, sehr. Feuerlöscher wird. Jetzt nicht mit schleppen eigentlich. Es sah sehr ergiebig aus. Da würde ich gerne mal runtergehen. Titan. Ich würde daraus tatsächlich auch mal Titanbahn noch mal herstellen wollen. So, damit sich das alles mal ein bisschen minimiert weiter. So, oh, das war schon. Okay, warum war es das schon? Brumm. Oh, doch, okay. Gut, alles klar. Ja, okay, die Säurepilze sind tatsächlich relativ schnell und ergiebig unten zu holen. Dann würde ich das mal so tauschen. Zack, komm, das kommt hier mal alles raus irgendwie. Das bringt ja auch nichts, wenn ich das alles immer mitschleppe. Voll. Dann bin ich einfach nur sinnlos voll. So, okay, gut. Das ist jetzt erstmal soweit voll. Nehme ich. Wasser. Trinke ich mal schnell einen Schluck von. Und die Pilze würde ich einfach. Die schmeiß ich weg. Schmeiß ich weg. So, vorher würde ich nochmal ganz kurz das Messer packe ich auf die 3. Und ich gehe mal von aus, dass die Flossen sind ja von alleine angelegt. Ne? Die muss man jetzt nicht irgendwie separat noch anlegen. Ne? Ja, ich habe die Flossen an. Okay, gut. Wir gehen runter. It's going down, baby. So, aber ich lasse mir natürlich hier diesen kleinen Blasenflüsch nicht entgehen. Nein, du sollst ihn nicht in der Hand behalten. Mengenrosa. Kann ich jetzt hier... Ah, cool. Sehr schön. Damit kann ich jetzt natürlich abernten. Das ist sehr cool. Das ist natürlich auch finster wie Hulle. Warte mal, kann ich jetzt das Gras hier auch abernten? Ja, wie schön. Okay, cool. Was war denn das gerade? Quantenexplosion hat ein... Was? Was? Strahlenschutz, also bei weiterer Verwendung des Strahlenschutzes ist deine Bauplandatenbank hinzugefügt. Okay, alles klar. Okay, es gibt wahrscheinlich jetzt auch Areale, die stärker verstrahlt sind. Oh Gott. Das ist ja ein Traum.
Komm her, kleiner Blasenfisch. So, was ist mit dir? Die sind aber auch alle schnell. So, okay, wir schauen uns mal ein bisschen weiter um. So, was kann ich denn hier noch abfarmen? Die Scheibenkoralle, da waren wir schon dran, ne? Haben wir schon mal eine? Okay, die kann ich nicht so. Doch, kann ich. Haben wir, Moment. Okay, haben wir. Röhrenkorallenprobe. Ach, wir nehmen nur eine Probe mit, okay. Scheibenkoralle. Was? Ach nee, muss hoch. Sauerstoff! Okay, gut. Ich überlege mal gerade. Ich glaube, das nächste sollte natürlich sein, irgendwie, dass ich hier ein bisschen mein Equipment ein bisschen aufbereite. Vielleicht können wir jetzt auch schon mit den anderen neuen Sachen schon wieder neue Sachen bauen. Congratulations, Survivor. You have exceeded your weekly exercise quotient by 500%. Data indicates that swimming was your favorite activity. Be sure to vary your routine for uniform muscle development. Ach, okay, alles klar. Ach, das ist ja cool. Du kannst sozusagen auch noch durch Interaktion kannst du auch noch deine Skills erweitern. Also, wenn ich jetzt mehr schwimme, kriege ich quasi... Ja, toll. Jetzt, wo ich das Messer nicht in der Hand habe. Mach, nimm noch ein Messer in der Hand. Ja, toll. Jetzt ist er weg. Das ist blöd. Heißt also, wenn ich mehr schwimme, kriege ich mehr Skill auf Stärke oder so? Also, Skyrim-Style oder... Oh, warte mal, hier ist was Neues. Fasergewebe. Okay. Warte mal, Blei habe ich doch unten schon gesehen. Aber wie kriege ich denn Fasergewebe hergestellt? Hier nicht, da nicht. So, nochmal schnell eine Wasserflasche gemacht. Und... So, snacken wir uns nochmal ein. So, wie sieht es bei den Werkzeugen aus? Höhlenschwefel. Den Höhlenschwefel werde ich wahrscheinlich unten in so einer Röhre abbauen können, würde ich sagen. Weil Reparaturwerkzeug braucht er ja für das hier, für den beschädigten Kommunikator. So, probieren wir es mal. So, das, okay, den... Hälter zu weisen. Aber schade, wir können jetzt aus den Sachen jetzt erstmal nichts machen, oder was? Chlorbleiche. Doch, wir können... Chlorbleiche? Was brauchen wir denn noch für Chlorbleiche? Chlorbleiche hatte ich doch irgendwo hier. Salzablagerung. Ach Gott, wo finden wir denn die nun wieder? Eieiei, das ist aber auch tricky hier, ey. So, wir sind schon relativ gut gefüllt. Ich esse jetzt hier noch einen Fisch. Schnickidi Schnack. Trink noch ein Wasser. Und die Säurepilze würde ich ja tatsächlich die ganze Zeit rausschmeißen, wenn ich hier so mit mir führe. Sinnloserweise. So, fallen lassen. Sehr gut. Okay, es ist duster wie Hulle. So, Blasenfisch. Sag ich nicht nee. Und ich tauche mal hier unten nochmal kurz in das Höhlensystem rein. Vielleicht finden wir ja irgendetwas, außer wir so ein... Ach, okay, gut, verstehe. Das war ein so... Also, alles, was ich fallen lasse, wird als so kleiner blauer Beutel dargestellt. Okay, cool. Verstehe. Das ist ganz schön knapp wieder hier mit der Luft. Frenz. 30 Sekunden. Es war cool, dass wir das jetzt noch sagen. Was, wo? Oh, nein, 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 nein. Was war das jetzt? Okay, was haben wir da? Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich, glaube ich, ein ganz tolles Problem. Scheiße. Wir kommen nicht mehr rechtzeitig raus. That's it. Oh, no, no, no. Ach, schade. Ich hab's nicht geschafft. Ah, schade. Okay, heißt es jetzt wieder komplett von vorne anfangen?
Du bist gestorben und hast ein paar Gegenstände verloren. Okay, was habe ich jetzt verloren? Höhlenschwefel. Und hier konnten wir jetzt... Achso, warte mal. Hier brauchen wir das. Was? Ein Glück spielen wir nicht auf Hardcore. Ja, das wäre es dann gewesen. Genau, richtig. Das wäre blöd gewesen. So, wir machen mal kurz noch ein bisschen Essen. Und nochmal. Ah, das ist ja ärgerlich. Aber gut, ne? Das ist halt... Kann halt passieren. Ah, interessant. Durch den Blasenfisch essen kriege ich sogar etwas zu trinken wieder. Also Sauerstoff. Flüssigkeit wieder. Das ist cool. Schatschibatsch. So, okay. Kann mir jetzt hier noch weiter irgendwelches Gras pflücken. Aber das bringt mich jetzt hier erstmal nicht weiter. Also Höhlenschwefel kriegen wir quasi aus diesen Kokons. Von den Viechern, die uns da angegriffen haben. Wahrscheinlich unter anderem. So, wir schwimmen mal ein bisschen weiter. Schauen, was wir noch so entdecken. Ein bisschen Kupfer, Kalkstein. So, mal Kalkstein, den nehmen wir auch mit. So, super. So. Komische Vieh. 30 Sekunden. So, nehmen wir mal Glacier Herzen, bevor Glavia sterbe. Und hole nochmal schnell ein bisschen Luft. So. Die Lampe kann ich wegpacken, weil es wird hell. Sehr gut. Oh, was haben wir denn hier alles? Ach, hey, was haben wir denn hier alles Schönes? Das sind aber schöne Sachen hier. Warte mal, hier muss ich mal kurz mal gucken. Hier. Was haben wir da? Gravitationsfragment. Ah, 1 von 2. Schön. So, den Metallschrott, den nehmen wir mit. So, okay, das große Stück interessiert ihn wohl nicht so sehr. So, mal hin machen, bevor die Stalker kommen. Zack, Schrott mitnehmen. So, wo haben wir denn... Oh, hier vorne glüht sogar noch was. Ach du Schande. Oh, hier noch eine Kiste. 30 Sekunden. So, was? Die ist zu. Warum ist die zu? Wie kriegt denn die auf? Kann ich die mit dem Messer öffnen? Aber du hast das gelbe Pulver auch noch. Ja, genau. So, wie komme ich hier an die Kiste ran? Oh, warte mal, hier ist der zweite Ball. So, Gravitationsfallen. New Blueprint acquired. Kann ich das... Okay, ich krieg das wohl damit nicht auf. Aber ich kann es jetzt auch nicht einfach... Schade, ich kann es nicht so einfach scannen. Okay, das sind natürlich alles Teile irgendwie vom großen Schiff. Die Frage ist, wie kann es mir nützlich sein? Schon mal gar nicht so richtig. 30 Sekunden. So, wir schauen uns mal kurz um. Oh, hier ist noch eine Kiste. Signalbojenfragment. Interessant. Mal gucken, ob ich an die zweite Kiste rankomme. Ja, wir machen es spannend. Mit dem Scanner in der Hand schwimmen. So, und wieder runter. Wir schauen uns mal die nächste Kiste an. Vielleicht können wir die wenigstens öffnen. Aber ich glaube, sieht schlecht aus. Ja, die ist auch zu. Verdammt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, mal schauen, ob wir hier in der Nähe des Wracks noch irgendwie andere Sachen finden. Es ist wirklich eine fantastische, wunderschöne Welt irgendwie. Man kann es nicht anders sagen. Was haben wir hier unten? Oh, was ist denn das? Pocken? Warte mal, aber auf jeden Fall ein Messer, oder? Ach, schade.
Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. 30 Seconds. So, Blasefüßchen mitgenommen. So, zack. Haben wir. Okay, gut. Wir holen uns schnell nochmal ein bisschen Sauerstoff. Und dann vielleicht kriegen wir nochmal irgendwo von dem Gras das Zeug abgeschnitten. Dort vorne. Da lagen ja auch noch relativ gute Sachen unten rum. Ich muss ja zugeben, dass ich echt lange gebraucht habe, bis ich wirklich mal getaucht bin. Hab mich nie weiter 10 Meter von meiner Base entfernt. Das kann ich... Glaube ich dir irgendwie. Das, da bin ich genauso. Okay, Hirnkoralle haben wir mitgenommen. Schön. So, tiefste Gangart hier. So, hier haben wir ein paar Sachen fallen lassen. Hier haben wir noch Blei. Nee, Salz, Salzablagerungen sind das. Okay, cool. Oh Gott, jetzt ja noch tiefer, Alter. So, gucken wir mal, ob wir hier was mitnehmen können. Nein. Können wir nicht, weil wir sind zu voll. Das ist leicht ärgerlich. Haben wir wahrscheinlich auch unvermeidbar. Wozu sind eigentlich die Kreatureneier? 30 Seconds. Können wir uns ein schönes Omelett machen? Oder können wir züchten? Oder. Mal kurz. Oh, okay. Hirnkorallenprobe ist ziemlich groß. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ein blöder Penner. So, ich bin ziemlich agil im Wasser, wie ich hier. Schneide. Ah, oh, cool. Cool. Alles klar. So, ich schwimme kurz zurück. In der Hoffnung, dass wir eventuell. Muss ja vor allen Dingen muss ja der Zeug loswerden, das ist ja Wahnsinn. Ich hoffe, ich kann es auch gleich verarbeiten. Fabrikator. So, was ist das denn? Die Gravitationsfalle. Verwendet künstliche Schwerkraft, um leichte Objekte und kleine Tiere anzuziehen. Okay. Okay, okay, okay. So eine Art Sammelbehälter, Falle, sowas in der Richtung, ne? Oh, was ist das? Gepökelte Nahrung. Ah, okay, damit können wir es dann länger haltbar machen mit dem Salz. Verstehe. Okay. Chlorbleiche. So, aus der Chlorbleiche konnten wir doch auch... Ich mach mal immer Chlorbleiche, weil ich der Meinung war, wir konnten aus der Chlorbleiche auch irgendwas machen. So, daraus machen wir kurz ein bisschen was. Und Reinigung, interessant. So, wird mal jetzt erstmal irgendwie eine Menge Items irgendwie craften. Damit ich irgendwie Platz bekomme. So, das ist alles ziemlich mal Schwung. Ich glaube, ich werde mal so ein Ding bauen. Und dann packe ich das einfach außerhalb des Schiffes hin. Oha, okay. Okay, alles klar. So, okay. Wo packe ich das Ding jetzt hin? Ich mach's mal an, stumpf. Ich pack's mal hier hin. Flupp. Okay, es schwebt auch immer nach oben. Was? Ach, ist ja eine Luftpumpe. Bin ich denn doof oder was? Ich bin ja ein Hanswurst. Ich dachte, das ist so ein Koffer, den ich jetzt gebaut habe. Klecker, klecker. So, Nahrung. Machen wir uns mal schnell ein. Dann machen wir mal zwei. Wer weiß. Das Ding wird ihr eigentlich bauen. Wasserdichter Behälter. Aber der hat doch auch irgendwie. Der hat auch einen Luftkörper, dann der würde auch noch oben treiben, ey. Das ist schwierig. Ist schwierig. Für die Pumpe brauchst du noch Rohre. Okay, und Rohre bekomme ich aus Titan. Okay, also aus... Naja, wohl, ich habe jetzt auch nicht unendlich Titan. Keine Verbindung mit der funktionierenden Pumpe. Ich probiere mal. Also ob es jetzt Sinn macht oder nicht, das sei jetzt mal natürlich vollkommen dahingestellt irgendwie, aber so kann ich es halt mal ausprobieren. Und einfach mal zu gucken, was passiert. So, die Hirnkorallenprobe. Meine Güte, was soll ich mit diesen riesen Batzen machen? Okay, ich kriege wenigstens ein bisschen Wasser wieder, das ist ganz gut. So, weil das Ding ist jetzt mal auch voll. Der ist nicht gut. Der ist nicht gut, Alter. Okay. Gut, warte mal, wir haben ja... Ja, wir haben den wasserdichten Behälter, den nehmen wir jetzt mal mit raus. So, wenn ich den jetzt hier droppe... Oh, E5. Dann...
Okay, gut. Und ich will ihn nicht nehmen. Ich will quasi... Okay, kann ich nicht drauf zugreifen? Vorrat ansehen. Aha, okay, gut. Dann packe ich hier mal diese Riesenteile rein. Aber es passt auch nicht viel rein. Es passt nicht viel rein. Interessant. Okay, gut. Ich würde mal hier probieren, jetzt das mal mit den Rohren zu verbauen. Schnellzugriff. Die machen wir mal auf die 5. So, wo ist er? Da ist er. 5. Ah, okay. Alles klar. Einmal. Okay. Das. Verstehe. Schön, schön, schön. Okay. So, mal so richtig dumm gebaut gerade. Um die Ecke rum. So, kann ich die wieder einsammeln? Ja, kann sie auch wieder einsammeln. Das ist ganz gut. Dann würde ich es nämlich nochmal versuchen, ein bisschen sauberer zu bauen. So, weil dann könnte ich versuchen, nochmal tatsächlich so ein Höhlensystem da unten so ein bisschen, warte mal, muss ich aber alles nochmal mitnehmen. Ja, nimm mal, komm mal mit hier. Schnell auftauchen. So, kann ich hier gleich runter? Ich kriege gleich runter. So. Luftpumpe. Ach, okay. Zack. Auf die 4 bitte. Und einmal hier hin propellern. So, dann gehen wir in die Rohre. Na los, connecte. Okay, warum geht er jetzt hier nicht tiefer? Warum geht er nicht tiefer rein? Übrigens Name von Benny Sex Video. Kleiner Scherz, kleiner Scherz. Okay, gut. Scheint nicht zu gehen. Du kannst anscheinend nicht weiter in irgendwelche Höhlensysteme bauen. Nein, nimm das mit. Und den kannst du auch mitnehmen. So. Okay. Gut, wenn ich jetzt hier ran hier, kann ich hier... Achso, ich muss einfach bloß ran. Interessant. Okay, cool, 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 cool. Alles klar. Schade, ich hätte tatsächlich gerne hier ein Tönsystem drin gebaut. Aber wenn es nie geht, geht es nie. So, hier ist da nochmal so ein Genieseknatz. Haben wir. Höhlenschwefel haben wir. Wunderbar. Okay, ich muss wieder raus, bevor ich hier komplett die Orientierung verlieren. Also die Klicke klingt schon fies. Ja, sofort hier irgendwelche Flashbacks hier. So, es wäre natürlich cool, wenn mir das angezeigt wird, wo so ein Rohrsystem ist. So, okay. Haben wir. Ach, wie schön. Pirscherzahn. Was ist denn das? Pirscherzahn. So, hier so eine Seekuh mit Messer erlegen. Das glaube ich, lasse ich mal irgendwie. Ich fange mal noch nicht an, so schnell rumzustänkern hier. Ich glaube, das könnte schwierig werden. So, okay. Wir schnappen uns nochmal schnell den Blasenfisch. Der geht immer. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Voll, war? Ich bin voll.
funktioniert doch nicht. So, okay, dich versuche ich mal zu scannen. Paddelkäfer. Okay, diese Scans, irgendwie bringen die mir irgendwas? Okay, die Stalker sind doch Pirsch einland, verstehe. So, okay, wir gehen an Bord. Alles klar. So, okay, ihr Lieben, das soll es aber auch für heute gewesen sein. Von daher würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Ich muss sagen, ich bin ziemlich geflasht von dem Game. Ich will auf jeden Fall wissen, was man hier alles noch so machen kann irgendwie. Ich finde es wunderschön. Das ist tatsächlich für ein Spiel, was hier auf dem Kanal läuft, recht entspannt. Von daher, mal schauen. Okay, ihr Lieben, gut, ich gehe mal erstmal raus. Muss speichern, wir speichern. Schwupps, die Wupps. Okay, gut. Und wir verlassen das Game.